Aloha, ich koche von der See aus Franken, eventuell aus Fürth. Ja, jetzt haben wir ja so eine Zeit, wo wir recht schwere Sachen isst, von der Gans und Braten und ja, ist im Herbst so, im Winter so, Weihnachten geht's so. Müssen wir ein bisschen was Leichtes machen, müssen wir ein bisschen auf unsere Figur achten. Und es ist ja auch ein wenig, teilweise vorher immer ein wenig hektisch und man soll aber trotzdem was Gutes und Gesundes essen und da machen wir uns was Schnelles, was Leichtes, aber trotzdem wie immer was super Leckeres. Und zwar machen wir uns ein Lachs-Gurken-Curry. Mit der Vorbereitung geht es schnell, in der Zubereitung fast nur schneller. Im Essen dauert es ausnahmsweise vielleicht einmal ein wenig länger als sonst. Ja, und was man dazu braucht, schauen muss doch einmal an. Ich habe einen Wildlachs da, ganz ehrlich, der war auch jetzt tiefgefroren, den habe ich sanft aufgetaucht, das ist wunderbar, das kann man machen, das geht schnell und ja, also muss, wenn man nicht immer zum Fischhändler kommt, das ist schon in Ordnung. Okay, dann gehen wir so rum, ich habe eine Limette da, wenn ihr die nicht da habt, nicht schlimm, ein Ingwer, genauso nicht schlimm, wenn ihr nicht da habt, aber halt immer schön, wenn man sowas im Haus hat und dann kann man es verwenden. Ich war also übrigens da gar nicht einkaufen, ich habe das alles da. Ich habe 3 Chilis, ganz einfach, weil ich ein bisschen bunt haben will. Da werden wir ein bisschen vorsichtig sein damit, wir wollen es ja nicht scharf haben. Ich habe ein Erdnussöl und ein bisschen eingerüstetes Sesamöl, was wir heute verwenden. Creme fraiche, Brühe, Salz, Pfeffer wird er vermissen, weil aufgrund der Gewürze, die wir da haben, denke ich, brauchen wir es nicht. Jetzt gehen wir da rum, was habe ich da vorne alles vorbereitet. Ich habe hier einen, und zwar gibt es in Taiwan einen gerösteten und geräucherten Knoblauch. Ist hier gar nicht so leicht zu kriegen, aber wenn ihr den nicht habt, dann einen gerüsteten kriegt ihr bestimmt beim Asiaten. Und wenn ihr den auch nicht habt, dann nehmt ihr einen ganz normalen, bloß halt ein wenig dezent, weil der ist gar nicht so intensiv. Dann habe ich einen Kokoscurry. In meinem letzten Film habe ich den schon bei der Kürbissuppe verwendet. Er ist einfach eine Sensation. Und dann haben wir hier noch ein Marokko-Tajin-Gewürz. Lasst euch im Gewürzladen beraten. Sagt einfach, ich möchte Tajin-Gewürz, die kennen sich aus und die haben tolle Sachen. Was ich dann noch als Special habe, das sind einfach geröstete und leicht gesalzen und vor allen Dingen auch mit Chili gemacht, Cashewkerne und Erdnüsse, die geben wir mit rein. Gurke brauchen wir natürlich, klar, Frühlingszwiebel, ein Dill, ein bisschen Mehl und dann haben wir die Zutaten schon und der Wein für den Koch steht jetzt mal auf der anderen Seite. Okay, ja, dann kann die Kamera hoch und ich kann auf die andere Seite rüber, so dass wir mal alles vorbereiten. Geht schnell. So sind wir auf der anderen Seite. Müssen wir die Gurken mal kurz schälen. Was ich vorhin gesagt habe, was wir zu essen eigentlich, ist natürlich ein Reis. Ne? Also das passt wie die Faust aufs Auge, wenn er da einen Reis dazu macht, einen schönen Basmati oder einen Thai-Reis. Alles, bloß kein Milchreis, weil der jetzt dazu nicht passen. Ich will es jetzt bloß einmal zeigen, wie ich es mache. Also, dass ich eine Gurken schäle, ich meine, ich glaube, das ist mir jetzt ein wenig albern, wenn ich das jetzt hochherrschaftlich erzählen würde. Also, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Wir können es jetzt so durchschneiden und dann könnt ihr quasi das so abschneiden und dann wäre das geviertelt. Ich möchte es aber halbiert und von dem her gehe ich da einfach mit dem Löffel rein und hole mir die Kerne raus. Und das geht in der Regel schnell, seitdem die Kamera läuft. Na, es ist wirklich kein Hexenwerk, ne? Einfach mal durchfahren und dann ist gut. Weil die sind nicht schön zum Essen und die wollen wir jetzt auch nicht. Und dann tun wir unsere Gurken einfach in so, ja, halbe Ringe sind es dann, ne? Brauchen wir nicht so herrschaftlich machen. So soll das ungefähr ausschauen. Kann man sehen? Ja, okay. Also, dann mache ich jetzt die ganze Gurken. Dann bereiten wir schon mal die Frühlingszwiebeln vor, das zeige ich auch ganz kurz. Die meisten wissen das von euch, aber es gibt tatsächlich natürlich auch Leute, das darf man jetzt nicht vergessen, die sind nur ein wenig jünger und die fangen gerade erst mit dem Kochen an und die wissen das vielleicht nicht und das ist jetzt gar nicht schlimm, wenn man das nicht weiß, weil ich bin auch nicht damit auf die Welt gekommen, ne? Ich habe das auch erst lernen müssen. So, und die schneiden wir uns jetzt auch gar nicht so klein, also kleine Ringe machen wir schon noch später für die Deko, aber jetzt fürs Gericht selber machen wir ungefähr solche Stücke. Und macht es euch ein wenig schön, schneidet es ein wenig schräg ein, na, schaut dann schöner aus. Das ist das, was wir brauchen. Alle anderen Dinge, pfuh, ja, ich brauche später Scheiben-Ingwer, aber das wäre jetzt albern, wenn ich das zeige, dass man Scheiben-Ingwer schneidet. Ich mache das jetzt einmal gar fertig und dann können wir schon wieder auf die andere Seite, weil viel mehr gibt es nicht zu tun. Dann sind wir schon wieder auf der Herdseite. Gehen wir, also die Pfanne haben wir heiß gemacht, das seht ihr immer bei mir. Ich mache immer die Pfanne erst heiß und dann gebe ich Öl oder Fett oder Butter rein. Und in dem Fall haben wir ein
bisschen Erdnussöl und ein Hauch von dem Sesamöl. Das ist geröstet, deswegen ein bisschen weniger, weil das ist sehr intensiv. Und jetzt bereiten wir erstmal unseren Lachs ganz kurz vor. Auch kein Hexenwerk. Ein Lachs ist da. Den nehmen wir nur, genau, kurz ein bisschen in Mehl. Ne? Ich habe den nicht gewürzt. Also normalerweise tut man ja einen Fisch ein bisschen würzen, ein wenig salzen und so weiter. Lass ich alles in dem Fall weg. Brauchen wir nicht. Könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn das nachkocht, ob ihr es vorher salzen müsst oder so. Oder eben auch nicht. Genau. So, ich hoffe mal, das ist heiß genug. Ja, ist es. Wir lassen den nämlich gar nicht zu Ende garen. Wir geben jetzt den nur ein bisschen quasi Struktur durchbraten. Und das war schon. Und ungefähr so nach 2-3 Minuten werden wir ihn wenden. Dann kann man wieder einen Schnitt machen. So, das war eine Minute. Jetzt drehen wir. Jawohl. Genau so wollen wir das Ding. Aber drehen sollte man schon im Ganzen können. Ja, sollte man können. Okay, so, den können wir schon ausmachen. Jetzt lassen wir den Lachs da zu Ende ziehen, aber noch nicht ganz durch. Der kommt jetzt bei mir in den Ofen bei 60 Grad und da halte ich ihn eigentlich nur noch warm. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt völlig brauchen. Und der nächste ist, ja, auch nicht viel spektakulärer. Also, ich bin nur noch, okay? So, jetzt bin ich ein bisschen auf eine größere Pfanne gegangen. Also, den Lachs haben wir raus, den halten wir nur warm und schneiden später nochmal ein kleines Stücke. Und jetzt gehen wir unsere Frühlingszwiebeln rein, die wir ja vorhin in größere Teile geschnitten haben. Lassen wir kurz, ganz kurz anlaufen. Leichte Gurken dazu, die wir ja vorhin schön geschnitten haben. Das geht ja wirklich schnell, ich habe ja gedacht, das ist ein schnelles Gericht. Kurz anschwitzen lassen. Da habe ich mir die, ich kann es jetzt nicht sehen in der Kamera, aber ich habe mir die Chilis gemacht, ne? So ein bisschen in kurze, ja, fertig geschnitten, ohne Kerne. Also die Anfangsstückler der Chilis, die sind ja ohne Kerne, die können gut verwenden, da hast du den Boden verloren. Schmeißen wir nicht rein. Riecht jetzt schon gut, wird gleich noch besser. Könnt ihr jetzt nicht riechen, aber ihr müsst es mal einfach lassen. Dann gebe ich jetzt meine Gewürze rein, also nur zwei davon. Also einmal den Tajin und den Kokos Curry. Den röste ich ganz kurz an und wie im letzten Gericht auch. Ich kann es nur sagen, wenn ihr das macht, es riecht. In der Küche, das ist eine Sensation. Hm. Und das Kamerakind Carmen hat es drauf bestätigt. Okay, das reicht schon, soll ja nicht verbrennen, soll das nicht. Nur kurz das Aroma. Meinen speziellen Knoblauch, Roast Garlic, Smoked, Onions in der Zwiebeln, glaube ich. Ist ja was? Also jedenfalls den geräucherten Knoblauch. Vorhin habe ich gesagt, Taiwan, gibt es auch noch in andere asiatische Länder. So, das habe ich alles. Jetzt haue ich noch ein bisschen meinen Ingwer, den haben wir noch ein bisschen klein geschnitten, mit rein. Ich kann an dem Rühren gar nicht genug bekommen. Aber jetzt reicht es auch, ja, sonst wird es nichts. So, und jetzt die Brühe drauf. Was heben wir auf, falls wir mehr brauchen. Und nichts anderes, was wir jetzt machen, ist, dass wir das ganz kurz mal aufkochen lassen. So, was haben wir noch zu tun? Unser Dill haben wir geschnitten, schon mal ein bisschen klein gemacht. Die Nüsse kommen später rein, der Abrieb von der Limette ebenfalls auch. Also können wir einen Kamerageschnitt machen und dann, immer nur da, okay? Dann machen wir es fertig. Das haben wir jetzt so 2 Minuten aufkochen lassen. Und jetzt
geben wir so alles rein, was wir noch so üblich haben. Also der Dill, meine Nüsse. Und dann war es noch was, genau. Ein bisschen Abrieb von der Limette. Macht es einfach nur ein bisschen frischer. Rühren wir einmal kurz durch. Und dann kommt, kann ich jetzt schon verraten, das Creme Fraiche, ne? Und der Lachs. Ja, da brauchen wir so, ja, einen halben, dreiviertel Becher. Ne? Ich habe jetzt nur die ganzen genommen, das reicht nämlich aus. Wie gesagt, es soll ja ein leichtes Gericht sein, habe ich ja vorhin versprochen. Das wäre jetzt Quatsch, wenn wir das jetzt alles zuklastern würden mit Creme Fraiche. Da hinten kocht schon mal Reis. Ich weiß nicht, ob man in der Kamera sieht, aber es ist ja jetzt auch nicht spannend. Der darf dann mal da vor sich hinköcheln. So, und jetzt nehme ich mein Lachs. Den habe ich ja kurz in Würfel geschnitten, soweit es halt so ging beim Lachs. Und den lassen wir jetzt einfach da mitziehen. Heben das ein wenig unter, holen wir zwei Löffel. Und dann ist dieses Gericht insofern fertig. Ja, also das Ganze braucht vielleicht wirklich 12 Minuten oder so. Also mit Schneiden und allem. Ne? Okay. Das mache ich auch aus, das soll ich wirklich nur durchziehen noch zum Rest. Dann warten wir, bis der Reis fertig ist und dann richten wir an. So, den Lachs haben wir hier rein. Habe ich ja vorhin erzählt. Jetzt rühren wir es nochmal durch. Und dann ist das ganze Ding auch gut. Der Reis haben wir uns ja, wie gesagt, nebenbei gekocht. Den können wir anrichten, da können wir ausmachen. Da haben wir einen Teller. Das ist ja Sensation, dass man so alles vorbereitet hat. Also macht es einfach wirklich, was ich immer wieder sage, mit guten Gewürzen, mit guten Gerichten. Geht einmal zum Gewürzladen. Also das ist eine Sensation, was die Leute da drauf haben. Und ich koche jetzt wirklich schon lang, aber selbst da habe ich so viel gelernt. Ich kann nur sagen, das hebt jedes Gericht, auch wenn man schon oft gekocht hat, wo man sagt, hey, das habe ich schon tausendmal gemacht. Und dann plötzlich sagen die einem, ja, probier's mal so oder so. Und ja, irgendwann wird er dann selber zum König, weil er es besser ist, ne? So. Den machen wir ein bisschen sauber. Ein einfaches Gericht. Wie gesagt, wenn er zu zweit seid, also jemand euch die Gurken schneidet oder sonst was, dann seid ihr da in 15 Minuten durch, ich schwör's euch. Und wenn er 20 Minuten eine Lanz braucht, naja, ist ja auch nicht schlecht. Also von dem her, das ist mein Gurken-Lachs-Curry. Mit ein wenig ein schöner Reis dazu, ein leichtes Gericht, auch wenn wir jetzt gerade ein wenig Weihnachtszeit haben. Ja, manchmal muss man ein bisschen was Leichtes essen. Okay, ja, was bleibt mir übrig zu sagen, wie immer, der Jens vom Koch von der Sie sagt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es, den Daumen nach oben, da freuen wir uns YouTuber halt einfach drüber. Und wenn ihr euch ein Abo klickt bei mir, ja, dann könnt ihr Kommentar reinschreiben und so weiter. Und letztendlich freue ich mich da genauso drüber, wenn er was schreibt. Natürlich, wenn es was Schönes ist. Ist ja klar. Ne? Sonst, naja, dann nimmt man es aber auch ernst. Eventuell. Ausfällt. Also, Leute, kocht's noch. Sache wie immer. Und ich wünsche euch guten Appetit.